Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu PSM probiert, den Multiplayer-Modus von Halo Infinite. Halo! Der wurde einfach gedroppt. So, einfach gedroppt aus dem Nichts. Einfach an einem Montag so, ey, let's go. Und wir haben ihn jetzt runtergeladen. Ist free to play, kann jeder zocken, der will. Und wir probieren uns den mal aus, oder? Ja, stimmt, ich bin Adler. Das ist ja schon mal nice. Hier ist der Fahrzeug. Ich bin auch Adler. Jay ist auch. Wir sind alle Adler, oder nicht? Achso, du bist nur anders gezeigt im Team. Das ist ja nice. Ja, genau. Ich nehme mal B ein. Oh, warte mal, okay, wir spielen einen der großen Multiplayer-Modi. Wir haben gerade schon eine kleine Runde gespielt, um unsere Einstellung vorzunehmen. Ansonsten gehen wir relativ blind an die ganze Sache ran. Ach du Scheiße. Ich habe schon festgestellt. Auch nicht mit den Autos. Willst du mich machst verarschen? Den weg, oder? Alter, da ist ein krasses Geschütz da hinten. Ey, die schießt mit aller Kraft, die ich habe. Also ich muss sagen, der Quad steuert sich ja wie ein Flummi, ey. What the fuck? Ja, also, für uns als COD- und Battlefield-Spieler ist der Time-to-Kill ein bisschen ungewohnt. Die brauchen lange, um zu sterben. Ich hab ihn. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich meine, Halo ist so der erste richtig große Multiplayer-Shooter gewesen, der rauskommt. Nach Goldeneye. Konsole. Oh, ich hab einen Kill endlich, der erste. Und das... Diese ganze Nostalgie kann ich halt einfach leider nicht so nachvollziehen. Ich glaube, das ist eher schlecht. Ja, klar, weil wir halt PC-Spieler sind, ne? Ja. Ich habe Halo halt im Singleplayer die Kampagne gespielt und das war Halo. Oh Gott. Lol, du kannst sogar flippen. Jay, wir brennen. Jay, wir brennen. Jay, wir brennen. Wie komme ich hier raus? Den überfahren wir noch. Können wir nicht. Bin raus. Oh, ja, ich nicht. Also dieser Sound, dass sich das so auflädt, heißt wirklich, dein Auto explodiert gleich. Ah, okay. Ich habe so ein fettes Geschütz hier gefunden, aber irgendwie ist hier keiner. Schick die mal zu mir hier. Da! Du musst jetzt zurück. Kann man den Das ist einer. Markieren kann man nicht, oder? Die sind ja alle mal markiert, scheinbar. Ja, okay, also geschützt ist irgendwie ein bisschen lame, wenn die nicht hier sind, aber machen die halt. Ja, die Map ist jetzt hier, also es ist hier 12 gegen 12 und wir müssen Punkte halten. Also quasi Eroberung von Battlefield in ein bisschen kleiner. Du kannst dir keine Waffen kaufen oder so. Es gibt überall auf der Welt potenziell Sachen rumliegen. Also ich weiß nicht, ob in dem Spiel muss es auch einfach Waffen rumliegen, keine Ahnung. Ich bin gerade von einem gekillt worden, der sagt, Leute, hier gibt es, Sepp, lauf mal zu Mr. Flash. Hier ist der Blade, Leute, ich hab den Blade. Der hat Klamotten von, der hat hier den Skin von Optimus Prime. Ja, das hab ich gesehen, der ist bei mir im Team. I have the Blade. Wie hast du Waffen gekauft, Sepp? Nein! Da war so eine Konsole und da bin ich hingegangen und hab die einfach genommen. Der hat mich einfach mit der Hand weggemacht. Hast du dafür Geld ausgegeben? Das weiß ich nicht, boah, ich bin da hingegangen, hab gedrückt. Okay. Jetzt hab ich so Christian, einen Schuss. Buggy Party? Oh, was ist Buggy Party. Oh, oh. Guckst du mal, Farmer. Das ist lustig. Die haben ja sowas wie Schilde? Let's go! Ja, was bringt dir das denn, wenn ich die ganze hinter dir, Sepp? Ah! Oh Gott. Ich hab die ganze nur dieses komische Schwert. Die Waffe ist halt sick. Die macht Buggy gegen Buggy. Jawoll! Da der Nächste. Weg die Sau. Hier links. Haben wir den? Jo, die macht einfach alle weg! Peter, die Time to Kill ist sehr hoch in diesem Spiel, also. Wir runter da! Eine Minute angucken reicht nicht. Gibt's irgendwo Munition, die man aussaugen kann? Ich erobere mit! Ja, bei den Leuten. Echt? Die lassen immer so. Hinter uns kommen Leute. Sehr gut. Auf zu B. Kontrollfrick. Totale Kontrolle! Okay. Aua, ich wurde richtig weggelost. Da oben, das Geschütz, Christian. Ja, ich schieße drauf, aber das ist gefährlich. So Schaden. Oh ne, das ist schlecht. Ich glaube, der macht uns. Okay, Peter, ja, ich glaube auch, ich versuche wegzufahren. Die nehmen A wieder ein. Oh, wir haben ein Schild, ne? Alles gut. Was ist das denn hier? Cool. Warte mal, wie kann ich hier Ortungssensoren. Oh Gott. Also, du kannst überall diese Sachen aufsammeln, die auch deine Kuh beeinflussen. So beispielsweise ein Ortungssensor, der dann Gegner ortet. Ich dachte, der Kuh ist ja Schild. Aber hier ist eine Waffe, nicht immer. Durchlaufen. Und die kommt von A gerade rüber. Die kommt von A alle rüber. Zu B? C. Ist es B? C? C. Alter. Die laufen aber auch alle zusammen, kann das sein? Wie funktioniert denn diese Schwert? Alter, hier voll ein LMG. Zack, 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 zack. Oh Gott. Oh nein, die sind überall. Die sind überall. Flucht! Okay. Da ist ein Rolleding! Ein Rolleding! Was ist denn ein Rolleding? Granaten. Ein Beyblade! Ach du Scheiße. Yo. Das kann schießen! Scheiße, wo? Oh, es gibt einen Enterhaken!
Mich? Okay, Headshot macht auch deutlich mehr Damage, nur zur Info. Oh. Ah, kann ich nicht. Hier ist eine Waffe. Wobei, also die Waffenführung finde ich aber richtig gut. Schockgewehr, also, ne, die Waffen kosten nichts, die kannst du einfach aufnehmen, aber die gehen, glaube ich, halt leer. Ja, und die sind auch nicht unbedingt immer besser. Ich hatte gerade so ein LMG, wo ich jetzt nicht wusste, okay, ist das jetzt wirklich besser als mein Standard-Ding? Mein Schockgewehr ist jetzt auch gefühlt nicht besser. Jo, du hast ihn gebumst. Nice. Jo, moin, das ist eigentlich eine Sniper, die macht ja One-Shot hier. Ist Fallschaden? Ich glaube nicht. Plasmaschaden ist am effektivsten gegen Schilde, wohingegen kinetischer Schaden am besten ist gegen wenn die Kanne Christian, liest mal die Tipps hier. Nice. Ja, ich war tot, da hatte ich gerade Zeit. Ach so. Was bimmelt denn hier? Ah, ich habe jetzt so einen Schub auf Q. Oh, bei mir close. Direkt bei B. Oh, nice. Alter, was hat der denn alles verloren? Granaten. Ah, hier sind einfach an allen Wänden irgendwelche Waffen, ne? Alter! Da muss man ein bisschen aufpassen. Das Schwert hat mich komplett zerfickt. Schwert? Ich will jetzt mal was ausprobieren. Ja, da ist ein Typ mit Schwert unterwegs. Oh, oh, das war was anderes, was ich auf Q hatte, als ich dachte. Ja, belastend. Okay, aber eine Granate. Oh, von hinten kommt einer! Kann man bei B direkt! Durch die Schilde durchschießen? Ich hab keine Muni mehr. Shit. Wie krieg ich denn jetzt Muni? Oh. Okay, wo? Ich komm mal zu B. Will einer mein Gunner sein? Oh Gott. Ja, ich! Ich bin tot. Nicht so gut. Christian, steig ein! Einen hab ich. Wo bist du? Bei hier, direkt neben dir! Bei B sind ganz viele. Da! Ecke! Hinter dir! Ah, ich schieß auf die Ecke! Ja, achso, du bist gar nicht der Gunner. Nee, ich bin nicht der Gunner, ich bin der Beifahrer. Wie macht man das denn, wenn man keine Muni mehr hat? Dann hast du ja, du musst ja eine neue Waffe. Hier liegen überall Waffen rum von den Leuten, die gestorben sind. Okay. Oh, oh. Oh, fuck me. We gonna die! Oh, ne. Da war der Raketenwerfer drüber. Ja, der hatte aber Boom. Oh, Auto, Auto bei mir. Das ist eine geile Glitzerwaffe. Ich bin tot. Aua. Ich bin auch tot. Glitzerwaffe ist wie die Lightning Gun bei Quake. Die macht so einen Strahl, wenn die Leute verfolgen. Ouch. Ach, ich habe das Gefühl, dass wir uns voll aufreiben auf B. Können wir aber anders Nein, gehen? Vielleicht hast du eine andere Glitzerwaffe. Oh, die haben einen Punkt gekriegt, weil die totale Kontrolle an. Oh Gott, was ist das denn? Ach, New Zones? Das wechselt jetzt? Jo, Alter. Ich nicht kämpfen kannst. Schlecht, haben wir hart verschissen. Okay. Ach, dieses blöde Schwert! Du darfst gar nicht auf die Gebäude drauf mit dem Enterhaken. Dann sagt das Spiel, du sollst zum Schlachtfeld zurück. Ja, echt mal krass. Lass dich von oben alle wegsnipern. So, schade. Schlinge. Wo kann man hier ein Auto rufen? Oder was ist hier? Ah. Ist von der Bewegung aber schon zackig, muss ich sagen. Fühl ich ganz gut. Ja, also, es geht. Ich finde, es fühlt sich relativ langsam an, wenn ich gehe. Also wenn auch wenn ich laufe, habe ich das Gefühl, dass ich langsam bin. Ja. Aber hier bin ich auch Wind um die Ohren, Peter. Ja, ja, stimmt. Wo finde ich denn mal solche Waffen? Überall an der Wand. Also es ist echt komisch. Die sind einfach so. Ach lol, das war jetzt passend. Das ist belastend. Oh, Auto! Was ist das denn? Alter. Ach komm, ey. Die Fahrzeuge sind stark. Ja. Ja, süß. Boah, da wurden wir aber gerade vom Gegner zum komplett ausgenommen. Oh, wir haben Auto, wir haben Auto, wer möchte mein Gegner sein? Ja, wo bist denn du? Da, wo das Auto ist. Ah, da, rechts, rechts umfahren, rechts umfahren. Ach, du bist ja auch Oh mein Gott, ich bin über dich drüber gesprungen. Yo, Mr. Flash ist da, aber du bist... Ja, ich bin auf der drauf. Hä? Da ist noch ein Auto. Oder was auch immer. Oh, das macht aber richtig viel Damage, das ist, glaube ich, Anti-Auto. Als ob? Anti-Auto? Weiß ich nicht, nee, das macht mir einfach persönlich viel Damage. Das ist Anti-Auto. Ja, okay, oh, Peter, du hast leider nicht überlebt, ich auch nicht. Hä, was geht? Ja, die waren da zu zweit, die hatten einmal diesen Ghost da und die hatten dann noch einen Buggy. Der hat uns von hinten dann richtig rangenommen. Boah, Alter! Das sah gut aus.
Ich will wissen, wo der, wo hier der Raketenwerfer ist. Eine Frage. Ah, die Granaten sind einfach strong. Du musst sie einfach immer werfen. Sind die einfach random? Das weiß ich nicht. Aber ich wusste, also ich habe endlich mal gesehen, was Sepp meinte mit, die sind in diesen komischen Dingern da an der Wand. Was ist das denn? Ja, mit den Waffen, ne? Granatwerfer. Ich habe auch so eine Art Granatwerfer. Der sieht so witzig klein aus. So. A und B sind ja direkt nebeneinander. Ach, der, wir wollen ja immer im Nahkampf gehen, die Kuan. Okay, das ist kein Granatwerfer. Oh. Nein, ah, ist tot. The Blade! Dankeschön. Keine Muni mehr. Okay, wir nehmen A ein. Was ist das denn? Ich habe einen Flammenwerfer oder was ist das? Hier von hinten kommt der Gegner! Ah, da. Nice, Peter. Komm, Arbeit über Bord. Wir echt. Ach, wir brauchen die totale Kontrolle! Total Control holen. Ja, ja, das ist das, was. Das kriegst du keinen Punkt, ja. Oh, bei Chris. Oh Gott. Okay, that Blade ist fucking strong. Aber du machst so einen Satz nach vorne, wenn du die Leute haust. Oh, ich hab keinen Alarm mehr. Oh, warte. Weiß nicht mehr, wie das hieß. Der Angriff läuft. Der Angriff läuft von denen. Oh Gott, ich hab Angst. Aua! Sie kommen. Ich hab mir die Granate ins Gesicht geworfen. Also, bin noch ein bisschen überfordert. Aber langsam kommen wir rein. Boah, endlich, ey. Die Leute sterben ja echt in 1000 Jahren nicht. Ja. Und mit der Normalwaffe eh nicht. Super tricky. Ich weiß nicht, ob ich einfach besser schießen muss. Glaube ich. Vielleicht ist die Pistole auch einfach besser. Glaube ich? Also. Ja, ich weiß es noch nicht. Scheiße. Das kann natürlich sein, Peter, dass die. Keine Ahnung, was das war. Oder das war eine Harpune, die ich geschossen habe. Ja, weißt du noch, Halo 1 und 2, die Pistole war OP. Das stimmt. Aber die habe ich jetzt noch gar nicht so viel benutzt. Das war der Raketenwerfer. Wieso sah das aus wie eine Harpune, was ich geschossen habe? Wir sind was normales Assault Rifle. Ja, was ist denn das? Kein Ballerbum gemacht. Hier Ober B. Okay, wo ist B? Okay, da. Wir müssen zu A. Der Gegner holt. Ach komm, was ist das denn? Oh. Hä, von hinten? Oh, da unten eine Scheiße erobern. Was ist das denn für eine Knarre? Einer hat so ein Laser-Ding. Firing my Laser, achso. Hey, das ist die Elektrowaffe. Ich bin der einer. Ja, einfach ein komischer Dude, Alter. So, erobern wir. Keine Muni mehr. Nicht gut. Verstehe ich nicht. Oh, wieso kriegen wir das Ding nicht erobert? Let's go. Ja, Mann. Bin drin. Let's go, Jay helfen. Oh Zap. Mein Gott, Alter, erstmal. Warum können wir B nicht erobern? Jawohl! Fahren, jawohl! Vor uns. Jawohl! Oh, C ist hier oben einer. Alter, wie die uns direkt, Alter, fokussen, was? Junge. Ich bin rausgeschossen. Alter, wir kriegen ja übelst auf den Arsch. Na gut, wir sind auch voll in die gegnerische Basis gefahren, ne? Alter. Ja, schon, aber trotzdem. Das ist dann schon sonderbar. Okay. Nur noch 2 Minuten. Verlieren. Voll die Lappen. Ich geh jetzt hin. Wird erobert. Sehen. Ja, deine Mutter wird erobert. Was ist denn das? Verstehe nicht, ich soll bin ich holen. Vielleicht liegt da noch einer irgendwo. Nee, das siehst du ja, ob da noch jemand in der Zone ist. Es hat auch einer geschrieben im Chat, was ist denn mit B los? So. War das B jetzt Buggy oder war das erste Beta? B Buggy. Wäre jetzt belastend. Ja. Wir haben das Sniper. Ja, so können wir natürlich nicht gewinnen. Oh, oh Gott, da kommt Panzer! Ja, die kommen jetzt mit Panzer nach B. Mal gucken, was man dagegen macht. Wo haben die den Tank her? Weiß ich nicht. Der ist da irgendwo abgeworfen worden. Ja, dann müssen wir mal was anderes holen als B. Ja, wir gehen zu C. Ja, let's go. Wir haben noch 58 Sekunden. Um verpacktes B zu erobern. Ja, richtig. Ja, gut, kannst auch C erobern. Was ist das denn jetzt hier? Neue Nades wahrscheinlich.
sind überaus. Nein, hinter mir, nein! Also. Ich sag mal so, das sieht nicht so gut aus für uns. Okay, ja, 1-0 verlieren wir, weil B verbuggt ist. Ansonsten hätten wir natürlich gewonnen. Ja, natürlich. Ist ja wohl ganz klar. Was ist das denn jetzt? Raketenwerfer wieder. Oder gibt's Overtime? Na gut, das ergibt dann ja auch keinen Sinn. Die unendliche Overtime. Ja, das wär jetzt auch was. Was ist das denn für eine krasse Waffe, ey? Nee, ist verloren. Alter, belassen. Oh, GG steht da. Ich entscheide, ob das ein gutes Game war und nicht du. Ja, nicht so, ne? Guck mal, wie sie da alle da stehen. Hä, gibt's noch ein Scoreboard? 360 ohne Zielfernrohr, Peter. Was heißt das denn? 360 no scope. Was? Stand da in dem Ladebildschirm. Hier ist jetzt das Scoreboard. Wieso stehe ich denn ganz oben? Ich war doch nicht der Beste. Klar, Peter, du bist auch sick. Alter, ich habe 8 erobert, Junge. Naja. Christian aber 9. Steht der bei euch allen ganz oben? Nee, Peter ist bei mir auch ganz oben. Ihr müsst auf Punktetafel klicken. Punktetafel ist Peter ganz oben, ja. Also als ich im Spiel zuletzt geguckt habe, war ich bei uns im Team Dritter oder so. Ich bin im Menü. Achso, du bist schon komplett im Menü. Ja, keine Ahnung. Okay. Also, das Spiel ist anders als andere Ego-Shooter, die ich so kenne. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was mein erster Eindruck davon ist, weil es halt sehr langsam aus meiner Perspektive ist. Ich habe einfach gar nicht die Nostalgie. Die fehlt mir komplett. Zum einen habe ich zwar nicht die Nostalgie, aber es ist halt nicht der nächste durchgehend Run and Gun, du machst 30 Leute weg in 3 Sekunden Shooter. Also. Nee, ganz anders. Du musst die Maps kennen, du musst die Waffen wissen, wo die sind, ja, um die da aufsammeln zu können. Du musst wissen, wie du gut an die Fahrzeuge kommst. Du musst. Deine Hauptwaffe ist für den Arsch. Du musst Leute ganz anders killen, eigentlich. Das ist jetzt hier ein bisschen anspruchsvoller oder komplexer und halt auch langsamer. Könnt ihr ja selber ausprobieren, wenn ihr wollt, weil ihr das Spiel kostenfrei runterladen könnt. Stimmt, das ist auch online so ein Ding gewesen. Krass. Leute haben sich darüber geärgert, dass der Battle Pass viel zu lange dauert. Also da hat Microsoft schon gesagt, das wollen sie nochmal ändern. Ah. Also checkt das selber mal ab. Ich habe so das Feeling, dass bei uns die Begeisterung jetzt nicht so riesig ist. Ja, aber ich würde trotzdem schon den Stempel kein cool. Trash geben. Ja, okay, immerhin das. Ja, ja, besser schon. Als Wolf-Team. Ja. Ja. Ja, ich meine, es ist Free-to-Play, deswegen kann man da doch, dachte ich, darf man dann offiziell hier von Zinger verteilen. Ja, also sagt uns doch mal, was ihr davon haltet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben jetzt hier einmal reingeguckt und wir bedanken uns dafür, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.